Ihr habt uns wahrlich den Hintern gerettet, mein Herr. Daran besteht kein Zweifel. Dank euch können wir uns endlich einen Moment ausruhen. Das ist bitter nötig. Ist alles in Ordnung, Soldat? Ihr macht einen hundemüden Eindruck. Ja, aber ich werde doch meinen Posten deswegen nicht verlassen. Für wen haltet ihr mich? Die Toten sind Geschichte, aber seine Furcht verfolgt ihn. Kann niemand anders Wache schieben? Wir sind bereits unterbesetzt. Außerdem kann ich mich ausruhen und gleichzeitig Wache halten. Alter Soldatentrick. Ich sag's, wie's ist. Ich denke, ihr werdet heimgesucht. Die gute Nachricht, ich kann euch helfen. Der Verbanner glaubt, mich sucht in Geistheim, hä? Nee, ich bin viel zu unwichtig, als dass mir sowas passiert. Ich bin nicht wichtig und hab keine Hilfe verdient. Es wäre sowieso Zeitverschwendung. Du hast den Mann gehört. Er will unsere Hilfe nicht. Wir sollten uns nicht aufdrängen. Zumindest noch nicht. Wie steht es um die Leute? Sind sie kampfbereit? Einige ja, andere nicht. Egal, wie viele arme Teufel wir in die Schlacht schicken, es sind nie genug. Und außerdem fehlt uns ein Captain. Ich vertraue Priest, aber das tun nicht alle. Ich kann es ihnen nicht verübeln, aber ich vertraue ihr. Bleibt unbehelligt. Ich würde ihm gern helfen. Wir sind schließlich beides alte Soldaten. Gut. Fangen wir in seinem Quartier an. Hier nicht. Kriegsgedichte. Die machen mich fertig. Muss weitersuchen. Eine Auszeichnung für soldatische Tapferkeit. Das ist unsere bislang beste Spur. War da nicht ein Bericht auf der Krankenstation, in dem Andrew White erwähnt wurde? Du hast recht. Dann auf zur Krankenstation. Danach könnten wir nach seiner Milizakte suchen. Dreizehn Jahre eine Heimsuchung ertragen, das ist lang. Der Geist ist schwach, gebrechlich. Aber stark genug, sich hier zu halten. Das ist doch kein Leben. Weißt du zufällig, wessen Geist das ist? Soldaten erkennt man an den Toten, die ihren Weg pflastern. Keine Ahnung.
Ziemlich leer, diese Waffenkammer. Hier hat wohl... Wir werden wohl einen anderen Weg nach oben finden müssen. Ein Stück Blech zum Andenken an ein Leben voller Opfer. Er würde sicher lieber wieder in Ruhe schlafen können. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Die Zeit heilt alle Wunden. Heißt es zumindest. Ich werde mit Andrew reden. Muntert ihn vielleicht etwas auf. Ihr hättet frühstücken sollen, mein Freund. Seid jedenfalls gegrüßt. Ich bin Anthea Duarte. Das ist Red McGrath. Wir sind Verbanner. Also, wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ihr habt euch entschlossen, euch zu zeigen. Weshalb? Sucht ihr nach Hilfe? Seid ihr der Geist, der Andrew Whiteheim sucht? Ist das ein Ja oder ein Nein? Wer seid ihr? Das wird kein Spaziergang, habe ich recht? Stumme Geister sind die schlimmsten. Das ist sinnlos. Wir jagen im Dunkeln, ohne Licht und Pfad. Zunächst musst du herausfinden, warum er nicht sprechen kann. Andrew wird uns da keine große Hilfe sein. Aber wenn uns unser Freund hier nicht sagen kann, was er von uns will, kann er es uns vielleicht zeigen. Sollen wir euch folgen? Ich glaube, er will, dass wir ihm folgen. Er hat Spuren hinterlassen. Schlau. Ich halte die Augen offen, damit wir sie nicht verlieren. Hier. Hier geht's weiter. Das erinnert mich an einen meiner ersten Fälle. Der Geist war stumm, weil sich die heimgesuchte Person geweigert hat zu sprechen. Der Geist ist also stumm wegen Andrew? Ich weiß nicht. Gut möglich. Schieß auf das Licht! Laterne, Flinte, sofort! Die Laterne, schieß drauf! Ja.
Löscht das Licht. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Der Geist will uns etwas zeigen. Ich verliere die Spur aus den Augen. Moment. Hier geht's weiter. Der Geist, der Andrew heimsucht, kommt mir sehr schwach vor. Vielleicht zieht er die Folter in die Länge, um mehr Freude daran zu haben? Oder er hält sich zurück, weil er Angst hat, sein Opfer leer zu saugen? Wäre meiner so zurückhaltend gewesen, hätte ich vielleicht auch mal durchgeschlafen. Ich bin neidisch. Lieber nicht. Geister wie diese sind die schlimmsten. Man sieht jahrelang dahin, manchmal jahrzehntelang. Das ist eine furchtbare Art, aus dem Leben zu scheiden. Verdammter Heuler! Ich konnte meine toten Wölfe sonst immer an einer Hand abzählen. Verpisst euch! Unser Geist hat uns die gefährlichste Route ausgesucht. Vielleicht spielt er ja nur mit uns. Unser neuer Freund erwartet uns. Spektrale Schrift an der Wand. Überzeug dich selbst. Joshua Gouch, zu früh entschlafen. Was sollte denn sonst draufstehen? Joshua Gouch wollte einfach nicht gehen? Joshua ist also nicht wegen Rache hier. Er führt uns irgendwo hin. Hier drüben. Ich kann dir helfen.
Joscha ist Andrew freundlich gesonnen. Welche Beziehung hatten die beiden? Womöglich Waffenbrüder. Man fühlt sich einem Kameraden nie näher, als wenn man mit ihm Seite an Seite kämpft. Man kämpft für seinen Nebenmann, nicht für Geld, nicht für einen König, sondern für seinen Freund. Du hast Freunde aus dem Krieg? Das höre ich zum ersten Mal. Wir haben uns aus den Augen verloren. Vielleicht suche ich sie, wenn all dies vorbei ist. Den meisten jungen Männern wird eingetrichtert, vom Krieg zu träumen. Und sobald sie im Krieg sind, träumen sie von zu Hause. Zumindest, wenn sie nicht gerade am Kämpfen und Sterben sind. Unser neuer Freund erwartet uns. Kommen noch mehr! Augen auf! Siehst du die Leichenteile da? Ein guter Ort, um das herbeizurufen, was in der Nähe verweilt. Hier sind Spuren. Worte der Vergangenheit verweilen hier. Scheiße! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wegelagerer! Rechte Flanke! Haltet sie auf! Josh, hinter dir! Verdammte Drecksburg! Hilfe! Joshua! Nein! Freut mich, euch wiederzusehen, Joshua. Ihr wollt, dass wir Andrew White helfen, seine Schuld loszuwerden und sein Leben zu leben. Richtig? Wir wissen, dass ihr an seiner Seite gestorben seid. Fühlt er sich deshalb schuldig? Könnt ihr deshalb nicht sprechen? Ja.
Ich weiß, wie das ist. Ich werde alles tun, was ich kann, um euch zu helfen. Wenn wir helfen können. Wenn sie nur miteinander reden könnten. Andrew muss sich öffnen. Solange er seine Schuld nicht gesteht, wird sich nichts ändern. Zwischen den beiden steht eine Mauer und wir müssen sie einreißen. Vielleicht kann ich das. Andrew konnte seinen Freund nicht retten und gibt sich selbst die Schuld dafür. Das sollte er nicht. Leichter gesagt als getan. Die Scham ist ein seltsamer Vogel, dessen Scheiße sich nicht leicht abwaschen lässt. Aber nichts davon erklärt, was den Geist an diesen Ort bindet. McGrath, das heißt, Helen Priest hat jetzt hier das Sagen. Gib mich ja nichts an. Aber vielleicht ist es eine gute Sache, wenn sie sich ein bisschen erholen kann. Uns allen täte etwas hohe Gut, Soldat. Das wird noch warten müssen. Ich erzähle nur selten davon, aber ich war auch einst Soldat. Das dachte ich mir. Wo habt ihr gekämpft? Erst habe ich mich durch die halben Highlands gekämpft. Dann dort, wo mich die Zahlmeister hingeschickt haben. Bayern, Böhmen, Österreich. Und was ist eure Kriegsgeschichte? Wir haben doch alle eine. In einer Pariser Taverne lud ein Türke drei Kameraden und mich zum Trunk und bot uns die Gelegenheit, für die Ottomanen gegen die Österreicher zu kämpfen. Und gegen die Polen, die Preußen, gegen wen auch immer. Gute Bezahlung. Für jeden eine Villa auf Zypern und eigene Sklaven. Ich sagte, ich wolle keine Sklaven und sei kein Landesverräter. Aber ich will, sagte mein Freund Lukas. Aber die Sklaven befreie ich dennoch. Ich wünschte ihm alles Gute. 9 Monate später überfiel mein Trupp einen türkischen Gesandten auf dem Weg nach Venedig. Ich fand Lukas am Rande der Straße. Ich beerdigte ihn, wo er gefallen war. Nun, immerhin habt ihr ihn wohl nicht erschossen, oder? Vermutlich schwierig, das mit Sicherheit zu sagen. Aber wisst ihr, was euch nie wieder loslässt? Dieser widerliche Geruch nach Eisen, der einem in die Nase steigt, während das Blut rausläuft. All den tapferen jungen Männern, die wir ausschicken, Ruhm zu erlangen, wird bei diesem Geruch die grausame Wirklichkeit offenbar. Eine Realität, die den Tod verlockend macht? Vielleicht. Vielleicht nicht. Aber Blut versickert. Wir sollten uns nicht mit der Vergangenheit und lange verstorbenen Menschen aufhalten. Es wird euch nicht gefallen, aber wir müssen über Joshua reden. Lasst es ruhen in der Vergangenheit. Da soll es bleiben. Eure Vergangenheit ist euch in die Gegenwart gefolgt. Euer Freund Joshua hat eine Botschaft für euch. Er will Rache üben. Ich weiß es einfach. Ihr irrt euch. Er will euch Freiheit schenken. Er hat euch nie dafür verantwortlich gemacht. Das wart ihr selbst. Warum sollte er nicht auf Rache aus sein? Es steht ihm zu. So sieht er das nicht. Ich hab ihn erschossen. Ich wollte ihn retten und hab ihn erschossen.
Moment. Wie ist das genau passiert? Es war ein Gefecht im Wald. Zwei Indianer warfen sich auf Joshua. Einen konnte er erledigen. Der andere hatte ihn im Griff. Ich war 20 Meter weg. Ich legte meine Muskete an und drückte ab. Die Kugel durchschlug glatt seinen Schädel. Aber die Medaille habt ihr angenommen, oder nicht? Ja. Ich kann keinen Blick drauf werfen. Auf dem vermaledeiten Drecksding ist Joshuas Gesicht drauf. Mir steht keine Zinnmedaille zu. Mir steht gar nichts zu. Ich verdiene nicht zu leben. Ich will nicht mehr leben. Ich will sterben. Bitte. Bitte. Erlöse mich von diesen Qualen. Es ist meine Pflicht, die Lebenden vor den Toten zu schützen. Manchmal auch vor sich selbst. Ihr könnt lernen, damit zu leben. Glaubt mir. Sprecht darüber. Akzeptiert es. Irgendwann wird es euer Leben nicht mehr beherrschen. Und ihr könnt die verbleibende Zeit zum Leben nutzen. Nein, du hast überlebt. Jetzt musst du dein Leben leben. Joshua? Bist du das? Das kann nicht sein. Ich hab dich sterben sehen. Ich bin es, alter Freund. Ich habe so lange versucht, mit dir zu reden, aber dein schlechtes Gewissen raubt mir die Stimme. Finde Frieden. Ich hab nicht das Recht dazu. Ich hab dich erschossen. Ich war sicher, ich hätte gut gezielt, aber ich hab mich geirrt und dich getroffen. Es war ein Versehen, Andrew. Du wolltest mich retten. Das konntest du nicht, aber du kannst jetzt Buße tun. Ich finde keinen Frieden, solange du dir nicht verzeihen kannst. Erlöse mich, Andrew. Finde Frieden und erlöse mich. Joshua, ihr habt gesprochen. Andrew, ihr habt es vernommen. Zeit, die Geschichte zu beenden. Joshua Gaunt, ihr habt viel zu lange in Stille ausharren müssen. Ihr könnt diese Welt verlassen. Das kann ich. Habt Dank für Banner. Danke, Andrew. Es wird Zeit, Lebewohl zu sagen, Freunde. Es tut mir leid, mein Freund. Ich schleppte die Schuld deines Todes mit mir rum, solange ich konnte. Die Schuld, so es denn je eine Schuld gab, ist beglichen. Lebe dein Leben. Lebt wohl, Joshua. Ihr habt weit mehr als nur eure Pflicht getan. Lebe wohl, alter Freund. Lebt wohl. Zu nichts mehr nutze. Danke für eure Hilfe. Das werde ich euch nicht vergessen.